Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Wie im vorigen Jahr möchte ich euch auch heute 12 Fotos vorstellen. 12 Fotos, die ich in den Monaten Jänner bis Dezember im Jahr 2022 geschossen habe. Und dazu natürlich eine kleine Geschichte, wie die einzelnen Fotos entstanden sind. Zusammengefasst habe ich dann alles in diesen Kalender, dem Fotokalender 2023. Und diesen Fotokalender könnt ihr auch gewinnen, wenn ihr eine kleine Gewinnfrage beantwortet. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Viel Spaß! Ja, es war wieder ein tolles Jahr, das Jahr 2022, das so schnell vorbeiging. Und immer wenn ein Jahr vorbeigeht, freut man sich aber, wenn man dann Erinnerungen hat, dass man sich zurückerinnern kann an gewisse Momente. Dafür ist die Fotografie bestens geeignet und es macht auch Sinn, wenn ihr ab und zu eure Fotos in Zeiten von Social Media und der digitalen Welt auch wieder mal auf Papier druckt. So eine Gelegenheit habe ich wieder wahrgenommen und das ist der Fotokalender 2023. Und das ist das Titelblatt, das ihr hier seht. Es war wirklich am Abend und es war wunderschön, als ich von einer Fototour im Gesäuse nach Hause fuhr, musste ich einfach stehen bleiben, um diese Szenerie einzufangen. Ja, das ist das Titelbild, das heißt, im Gesäuse in der Steiermark ist dieses Bild am Abend entstanden. Im Jänner 2022 führte mich der Weg zu den Gossauseen. Die Gossauseen in Oberösterreich sind wirklich traumhaft und zu jeder Jahreszeit ein Genuss. Es gibt zwei, den vorderen und den hinteren Gossausee. Ich dachte mir, ich gehe einfach ein paar Meter zum ersten See und 15 Minuten später ist der zweite See. Da habe ich mich aber ordentlich getäuscht. Als ich beim ersten See, beim vorderen Gossausee entlang ging, sah ich plötzlich, dass die Sonne hinter dem Berg hervorkam. Ich nahm eine Kamera, schnallte sie aufs Stativ und konnte dieses Foto machen. Es ist für mich eigentlich das schönste Foto aus dem Jahr 2022, denn dieser Fels, dieses Eis und die Sonne, die sich in den Eiszapfen widerspiegelt, ist für mich einfach wunderbar. Im Februar dann war ich in Altaussee. Altaussee ist für mich auch eine tolle Gegend, um Fotos zu machen und auch das bei jeder Jahreszeit. Diese Winteridylle, die ihr hier seht, war wirklich einmalig. Ich war nämlich zuerst bei einem anderen See und er war total eingefroren. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme eine Kamera nochmals raus aus dem Auto, fahre mit dem Stativ zum Altausseer See und dann war eine trübe Stimmung. Beim Himmel war dann diese rötliche Färbung und die musste ich unbedingt festhalten und dabei ist eben dieses Foto entstanden. Der März führte mich wieder ins Ennstal, nämlich zu diesem Wasserfall. Es war wirklich traumhaft dort. Ich zog meine Gummistiefel an, um ganz hier ins Wasser reinzugehen und um diese Aufnahmen zu machen. Es war eisig kalt, meine Füße froren fast, aber ich denke, es hat sich ausgezahlt. Es ist unglaublich, wie viel Schönheit die Steiermark zu bieten hat, wie viele schöne Wasserwelten euch zur Auswahl stehen. Der April führte mich wieder mal ins Ennstal, nämlich ins Gesäuse. Im Hartelsgraben gibt es eine wunderbare Wasserwelt und ich habe hier mit dem Teleobjektiv, mit dem 70-200, diese Aufnahme machen können, die mir wirklich selbst auch sehr gut gefällt. Ich finde, es ist eine meiner schönsten Wasseraufnahmen und das Gesäuse, wie schon in einem anderen Video erwähnt, bietet wirklich Hervorragendes zum Fotografieren. Ich wiederhole es noch einmal, ich fühle mich eigentlich dort nicht so wohl, aber die Lust, die Gier nach tollen Fotos lockt mich immer wieder dahin. Dabei führte mich schließlich ins Mariazellerland zum sogenannten Brunnsee.
Der Brunnsee ist ein Vorgebirgsee und es gibt diese eine Stelle, die ich dort eingefangen habe, die für mich einzigartig ist. Man sieht im Vordergrund das Wasser, diese Quellen, die ich mit einer Langzeitbelichtung glatt gezeichnet habe, und man sieht hinauf dann zur Gebirgswelt. Das heißt, diese Quellen führen direkt ins Bild hinein. Einer der schönsten Orte meiner Meinung nach in der Steiermark. Der Juni führte mich dann ins steirische, kärntnerische Grenzgebiet, nämlich auf die Hebalm. Ich war schon öfters hier, ich blende hier ein, zwei Videos auch in der Beschreibung ein. Die Hebalm ist ein künstlich angelegter Deich, aber diese Vielfalt an Flora, das heißt an Blumen, an sonstigen Pflanzen, ist wirklich einmalig und das Wasser tut das Seinige. Es ist wirklich toll hier. Und hier ist es mir gelungen, einen Blendenstern zu machen, einen Sonnenstern. Ihr wisst ja, man stellt einfach eine hohe Blendenzahl ein. Das heißt, man schließt die Blende und dann ist es mir gelungen, dass sich dieser Blendenstern im Wasser spiegelt. Das war sehr schön dort und auch der Abend ist speziell toll auf der Hebalm zu fotografieren. Was ich aber nicht tun würde, was ich einmal gemacht habe, fährt nicht in den Winter dorthin. Da versauen euch die Langläufer, die ganze Szenerie, denn da ist dieser See für die Langläufer gesperrt. Das heißt, nur die Langläufer können hier ihre Runden ziehen, aber nicht die gierigen Fotografen. Im Juli wollte ich eigentlich wieder mal den Spiegelsee fotografieren, aber ich kam von der Strecke ab, das heißt, ich hatte mein Navi falsch eingestellt und da war ein nettes Pärchen, leider in diesem Fall aus Deutschland hier, die sich dort nicht ausgekannt haben, ich ja auch nicht, also kein Vorwurf. Und ich fragte, geht's jetzt zum Spiegelsee? Und sie nickten, ja, ja, ganz sicher. Ja, es war nicht der Spiegelsee. Schon beim Rauffahren kam mir die Strecke extrem gefährlich vor, auch mit dem Auto. Es war steil, die Straße wurde immer holpriger und schmäler. Und dann kam ich aber zu den Giglachseen. Und bei den Giglachseen habe ich auf einer Anhöhe, da gibt es auch zwei Seen, und beim ersten See habe ich diese Blumenwiese entdeckt und diesen Blick zum See hin. Und das war wirklich auch wunderbar für mich. Und die Aufnahme, die zeige ich euch gleich wieder im Anschluss. Im August besuchte ich Mariazell und hatte einen See besucht, den Hubertussee. Und beim Heimfahren, als es schon düster wurde, sah ich einen See in der Nähe von Durnau mit einer schönen Hütte und es war alles wunderbar rot am Himmel. Diese Abendröte wollte ich unbedingt einfangen und dabei ist dieses Foto hier entstanden. Im September 22 besuchte ich nochmals den Hubertussee und bei der Heimfahrt kam ich wieder hier in Durnau vorbei und da war im Endeffekt eine nebelige Landschaft zu sehen. Das heißt, der Berg, die Bäume waren vernebelt und der See im Vordergrund mit dieser Hütte. Dabei habe ich diese Aufnahme gemacht, die ich in der Folge wieder einblende. Der Oktober im Jahr 22 führte mich nach Knittelfeld in der Steiermark, nämlich in die Gall, und dort gibt es den Ingeringsee. Was mich so beim Ingeringsee fasziniert, sind diese Baumstämme. Diese Baumstämme, die kann man besonders toll nutzen, um einen tollen Vordergrund zu haben, der praktisch ins Bild dann hineinführt. Das ist für mich einer der besten Locations, um wirklich Vordergründe in Szene zu setzen, dass man sieht, welche Bildwirkung eigentlich so ein Vordergrund erzielen kann und wie wichtig es oft ist, wirklich in der Landschaftsfotografie mit Vordergründen zu arbeiten. Der November führte mich wieder ins Ennstal, nämlich zum Grimming und dort zum Ort Bürg. Hier konnte ich die Kirche, die es gibt, einfangen. Es war wirklich eine tolle Stimmung dort. Es waren im Endeffekt die letzten Herbstfarben. Und dabei gelang mir dieses Foto. Wir
schnell das Jahr vergeht, sieht man, dass ich jetzt schon wieder im Dezember angelangt bin. Und hier ist wieder einer der Gossauseen, nämlich der hintere Gossausee, den ich nämlich im Dezember besucht habe. Es ist wunderbar, wenn man den Dachstein in der Steiermark von verschiedenen Seiten betrachten kann. Und hier hinten seht ihr die Hinteransicht des Dachsteins ausgeleuchtet. Und nun, wie angekündigt, die Quizfrage, um diesen Fotokalender zu gewinnen. Die Frage lautet: Welche der folgenden Kameramarken verkauft weltweit am meisten Kameras? Ist es A. Canon, B. Nikon oder C. Sony? Der Gewinner wird anschließend von mir fair ermittelt nach dem Zufallsprinzip. Das heißt, ich werde einfach händisch ziehen und der Gewinner wird verständigt über meinen Instagram-Account Armin Arno Feel Delight. Dann werde ich demjenigen, der mit mir Kontakt aufgenommen hat und mir seine Kontaktdaten dann vertraulich übermittelt, den Kalender zukommen lassen. Ich habe leider nur noch einige Kalender über. Wer sonst Interesse hat an meinem Kalender, der kann ebenfalls mit mir auf Instagram Kontakt aufnehmen. Dann können wir die Details ausmachen. Ich wünsche euch auf diesem Wege gut Licht, pass gut auf euch auf, ciao Papa, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und viel Glück beim Gewinn. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt tun würdet. Das hilft dem Algorithmus und mir, mit diesem Kanal vorwärts zu kommen. Ciao Papa, bis zum nächsten Mal. I'm not afraid to die.